Alan. Shh. Baby, das war nur ein Albtraum. Alice. Namen bitte. Hartmann? Bin ich gefallen? Ich musste Ihnen ein Sedativum geben, nichts weiter. Sie hatten wieder einen heftigen Schub, Alan. Was? Es ist jetzt äußerst wichtig, dass Sie ruhig bleiben. Nicht, dass Sie wieder einen Schub erleiden. Sie sind Patient in meiner Klinik. Und Sie sind es schon eine Weile lang. Durch den Schock über den Tod Ihrer Frau sind Sie geisteskrank. Nein, Sie lügen. Sie leiden an verschiedenartigen Symptomen einer undifferenzierten Schizophrenie. Mist, Karl. Ich bringe Sie um. Ist schon gut, Alan. Lassen Sie los. Ich fühlte mich benommen. Was mir Hartmann auch reingepumpt hatte, es wirkte betäubend. Ich hatte das Gefühl, das hier würde jemand anders erleben. Jemand im Fernsehen. Ich konnte nicht denken, mich nicht konzentrieren. Ja, also wir sind bis über die Hut schon voll geballert. Die Tür war abgeschlossen. Ich war gefangen. Oh, Techno. Was jetzt? Oh. Ist da Blut auf der Schreibmaschine? Nein. Jetzt mal ohne Scheiß. Okay. Oh, jetzt. Guten Abend, Alan. Hallo. Fühlen wir uns jetzt besser? Ja. Ruhiger? Tja, wie ich sehe, haben Sie Ihren Gorilla mitgebracht. Also klar, ich bin ruhig. Er ist der Gorilla? Und so, Sie begreifen. Sie sind sehr tapfer, Alan. Ich verstehe, dass Sie verwirrt sind. Ich würde mir noch mehr Sorgen machen, wenn Sie mich nicht im Verdacht hätten. Das nehme ich Ihnen nicht übel. Zu gütig. Also warum kommen Sie nicht mit mir? Wir machen Sie wieder mit meiner Klinik vertraut und gehen alles durch, was Sie vielleicht vergessen haben. Ein Spaziergang an der frischen Luft, ja? Das wird Ihnen gut tun. Okay, also wir werden jetzt natürlich Dr. Hartmann folgen irgendwie. Dieser Flur ist kompliziert. Nein, das Buch. Die meisten von Ihnen sind gerade nicht hier. Jack hat Sie zu einem Angelausflug gebracht. Hm? Natürlich bis auf diejenigen, die besonders schwächlich sind. Ich sehe Kreativität in unserer Cauldron Lake Lodge als Teil des Genesungsprozesses an. Ich bin darauf spezialisiert, Künstler zu behandeln. Ganz bestimmt. Ganz wunderbar, bestimmt. Alan. Ich glaube, dass wir diese Sache in den Griff bekommen können, wenn wir zusammenarbeiten. Ja, also Dr. Hartmann hatte ja schon angedeutet, irgendwie, dass wir halt hier schon länger sind, irgendwie, was natürlich die Sache nur noch umso verwirrender macht. Verdammte Axt. Was ist denn nur hier los? Was ist hier real und was ist Fantasie? Was für ein Quatsch und warum sind denn so riesengroße Tasten hier? Also, Alan, aus meinen vorherigen Erlebnissen mit Ihnen weiß ich, dass ich nach einem Vorfall schnellstmöglich zum Kern der Sache kommen muss. Also sage ich es direkt. Alice ist tot. Nein. What? Sie sind in einem sehr kritischen Zustand, bis Sie es begreifen und akzeptieren. Und er ist Alice Italiener, ist so wie... Ertrunken. Was? Und Alice Sie ist ertrunken? Sie konnten sich dem nicht stellen. Sie leiden an Halluzinationen. Paranoiden Wahnvorstellungen sind von Licht und Dunkelheit besessen, von einem Gefühl, dass um sie herum alles durchdringt, auch ihre Gedanken und Träume. Ihr Geist hat ein fantastisches Szenario ersonnen, in dem ihre geschriebenen Worte die Realität beeinflussen. Alice sei entführt worden und übernatürliche Mächte versuchen, sie aufzuhalten. Hier entlang, Alan. Ich wollte keine weitere Dosis, also spielte ich mit. Er log ganz sicher. Aber da ich unter Medikamenteneinfluss stand, musste ich kämpfen, um ihm nicht zu glauben. Ja, das ist echt schwer. Es ereignet sich alles nur in meinem Kopf. Abgesehen von dem tragischen Unfall mit ihrer Frau ist niemand ums Leben gekommen. Ihre Wahnvorstellungen sind nur eine Manifestation ihres Unterbewusstseins, das versucht, sie vor der zu schmerzlichen Wahrheit zu beschützen. Nur wenn wir die Fantasie bekämpfen, wird sie nicht zurückkehren. Ich weiß, Ihr Instinkt befiehlt Ihnen, sich gegen mich zu wehren. Aber denken Sie darüber nach. Ergibt es nicht viel mehr Sinn, dass Sie sich diese abstruse, übernatürliche Verschwörung nur ausgedacht haben? Nein, das glaube ich gar nicht. Sie sind ein skeptischer Mensch, Alan. Wir wissen beide, alles kann logisch erklärt werden. Es ist einfach jede Möglichkeit zur Flucht erstmal ergreifen hier. So, kann ich hier rein? Brauche ich noch ein Manuskript? Hier liegen da bestimmt auch meine Manuskriptseiten rum. So, bitte wundert euch nicht, ich höre mich heute schon wieder an, irgendwie wie so eine ramponierte Torte. Ja, ich wieso nicht. Ein Let's Play irgendwie und 8 verschiedene Stimmfarben hier drin. Naja. Oh, das ist aber eine schöne Uhr hier. Sagt ihr schon mal auf die Biesten, Dr. Hartmann?
So, lesen wir mal. Hinter dem Schatten, den man, mit dem man sich begnügt, liegt ein beleuchtetes Wunder. TZ. Im Andenken an einen lieben Freund und Poeten. So, so. Okay. In Tenebras. Cetera, okay. So, was machen wir jetzt hier? Dr. Hartmann? Ich möchte dir nicht glauben. Das ist zwar alles sehr stimmig, deine Puzzlestücke, die du hier ineinander pflückst, aber ich weiß nicht, ich möchte dir nicht glauben. Ich kann mich an diesem Ausblick einfach nicht satt sehen. Da unten bei dir sehr inspiriert, finden Sie nicht? Unter uns lag der Cauldron Lake. Ich konnte den Mirror Peak auf der anderen Seite ausmachen und ich glaubte zu erkennen, wo Divers Isle bei meiner Ankunft mit Alice gelegen hatte. Ja. Jetzt gab es dort nur Wellen. So wie es aussieht, zieht ein Sturm auf. Komisch, ich kann mich nicht daran erinnern, etwas darüber im Wetterbericht gehört zu haben. Naja, egal. Hier entlang folgen Sie mir. Warum sind wir jetzt hier rausgelaufen? Gute Neuigkeiten, Alan. Jetzt haben wir die Kontrolle. Jedes Mal, wenn Sie einen Rückfall erleiden, wird es schwieriger für Sie, aus den dunklen Tiefen Ihrer Einbildungskraft wieder aufzutauchen. Was in Anbetracht Ihres Berufs nicht überrascht. Einbildungskraft ist schließlich Ihr Handwerk. Nach all den Albträumen, die Sie durchlitten haben, sollte Sie dies enorm erleichtern. Falls nicht, dann fragen Sie sich, wieso nicht? Weil ich lüge? Oder weil Sie nicht zugeben wollen, dass Sie nicht bei Verstand sind? Es ist ganz natürlich, dass Sie mich für Ihren Feind halten. Das gehört ich zur Krankheit ihn reden. Dazu. Hartmann übte offensichtlich den Klang seiner Stimme. Seine Worte halten in meinem Kopf wieder. Aber das ich bohrte mir die Fingernägel in die Handflächen, um klar zu bleiben. Wenn Sie das akzeptieren, können wir Hand in Hand die Reise zu Ihrer Heilung antreten. Ach ja, unbedingt. Und vor allem, lass einfach diese wunderbare hessische Strickjacke dabei an. So, da oben ist ein Thermosfläschchen. Das ist der Eingang zum Bürotrakt. Ja. Zutritt nur für Personal. Als Sie hier eingetroffen sind, waren Sie von meinen Trophäen beeindruckt. Ich liebe die Jagd. Die freie Wildbahn, der Mensch gegen die Natur. Yes. Ein wunderschönes Zimmer des Todes. Wirklich wunderbar, ja. So, na toll, da hinten sind die ganzen richtig verschraubten. Geh mal jetzt hier die Treppe hoch. Ja. Guck mir mal ganz kurz die Thermoskanne da oben. Dup-di-du. Denn selbst in dieser Situation ist mir kein Weg zu weit für einen leckeren Kaffee. Schlimmer Albtraum. Du solltest achten. Willst mir nachts nicht über den Weg laufen. Glaub mir. Bitte. Hammer. Mr. Wake ist schon verwirrt genug. Ja, dazu. Damit du keine Verdammt. Träume haben musst. Aber du kannst nicht frei über deine Träume entscheiden. So, wisst ihr mal, Leute, ihr müsst tatsächlich mal checken, wo wir hier ankommen irgendwie. So, ich halt jetzt ganz still. So, holt alle euren QR-Code-Scanner raus und guckt mal, wo wir ankommen. Oh, Junge, okay, jetzt bin ich hier in dem Salathaufen eingesperrt. Vielleicht gab es deshalb den Generator und die Lampen auf dem Balkon. Der Generator war ausgeschaltet und es gab keinen Schlüssel. Ich meine, muss man sagen, so irgendwie die Zimmermannsarbeit hier drin, die ist schon... Die ist schon sehr respektvoll. Ne? Die ist schon sehr respektvoll. Was für ein Quatsch. Was für ein Quatschsatz. Das ist schon sehr respektabel natürlich. Hey. Naja, es war ein langer Tag heute, ihr Lieben. So, du bist... Oh Gott. So, du... Junge, warum bin ich jetzt hier... Oh, warte mal, ist das... vielleicht die Schreibmaschine in Ihrem Zimmer aufgefallen. Sie haben geschrieben, als Teil Ihrer Therapie. Sobald Sie sich gewachsen fühlen, sollten Sie dort haben. Wieso, weil das davor schon so gut funktioniert hat? Willkommen in der Cauldron Lake Lodge. Hier, wir sind hier, um Ihnen die spezielle Hilfe zukommen zu lassen, die Sie benötigen. Bitte beachten Sie jedoch Folgendes. Bitten Sie Freunde und Familienmitglieder, Besuche vorher anzukündigen, um sicherzustellen, dass Sie nicht Ihre Therapie und oder Kreativitätsphasen stören. Bitte respektieren Sie auch das Bedürfnis der anderen Patienten nach Privatsphäre, vor allem, wenn Sie sich in Ihren eigenen kreativen Prozessen befinden. Ja, haben Sie Geduld. Für gewöhnlich haben unsere Patienten langwierige Kreativitätsprobleme,
die sich nicht über Nacht lösen lassen. Geben Sie sich selbst die Zeit, die Sie brauchen. Vergessen Sie nicht, dass Sie sich freiwillig einer Behandlung unterziehen, die speziell für Sie entwickelt wurde. Für Bindungstherapie und Ihre Schwestermethode, der Fluss, funktionieren am besten, wenn Sie aktiv an Ihren Gestaltungen teilnehmen. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sie zu stellen. Ja, für mich klingt der Ruf an, damit wir vorher erstmal alle Patienten vielleicht nicht ganz komplett sediert haben. Ach, heie, wen haben wir denn hier? Römer bringt mich um. Die Rocker. Ein Sturm zieht auf. Oh, und sie haben Night Springs, das Boardgame. Geil. Schön. Vom Angesicht der Erde. Ich muss es haben. Wahrscheinlich geht der QR-Code genau dahin. Auf der Amazon-Seite irgendwie für Night Springs, das Boardgame. Sie hatten eine, wie soll ich sagen, eine Heavy-Metal-Band in den 70ern und 80ern namens Old Gods of Asgard. Sie nahmen sogar neue Vornamen an, um den Eindruck, sie seien Wikinger-Götter abzurunden. Aha. Nach der Trennung der Band haben sie auf einer Farm in der Nähe gelebt. Sie befinden sich in einem, nun ja, fortgeschrittenen Stadium der Demenz. Man kümmert sich um sie, fast liebevoll, würde ich meinen. Mehr kann das ist der Schlagzeuger. Ich möchte, ihr Rock'n'Roll-Lebensstil hat Spuren hinterlassen. So muss es doch sein. So muss es doch sein. Oh, das reicht nicht. Ich bedauere, das Gespräch beenden zu müssen, Ellen. Der Strom scheint zu schwanken. Ich sollte mal nachsehen. Wir reden später weiter. Gehen Sie doch so lange auf Ihr Zimmer zurück und versuchen Sie zu schreiben, wenn Ihnen danach ist. Es wäre wirklich das Beste. Meinen Sie nicht? Sind mir immer sehr suspekt, solche... Ich würde ihn gerne schlagen mit einem Hammer! Oh, er würde nur zu gern unsere Geheimnisse rauskriegen, aber er hat keine Ahnung. Er ist nicht verrückt genug. Nicht so wie wir, Kleiner! Ja! Verrückt sein ist hier Voraussetzung, Kleiner! Wer sonst könnte die Welt verstehen, so wie sie jetzt ist? Nur ein wirklich Verrückter kennt das Verrückte! Sowas Vernünftiges habe ich lange nicht gehört. Vernunft! Du bist in Ordnung, Tom! Hey, wir mögen ihn, was, Bruder? Er muss zur Farm gehen! Die Anderson Farm! Valhalla! Wir haben alles aufgeschrieben, falls wir es vergessen. Ein Crashkurs. Alles, was du wissen musst, um wieder klar zu denken. Du musst die Botschaft finden. Hier, Kleiner, hier ist was für dich. Hab dieses Zeug nicht vertragen. Aber ich hab's gerettet von diesen Bastarden. Oh, vielleicht eine Manuskriptseite? Mein Kopf wurde klarer. Oder ich versank wieder in meiner Fantasie, wenn es nach Hartman ginge. Ich war überzeugt, dass er mich anlog, und zwar durchweg. Verrückt oder nicht, die Andersons waren vertrauenswürdiger. Ja, dann schauen wir mal kurz. Zane konnte die Gedichte spüren, wie sie Gestalt annahmen und Dinge formten. Beim Experimentieren stellte er sich vor, er könne die Macht durch die Schreibmaschinentasten spüren. Es berauschte ihn, erfüllte ihn aber auch mit Furcht. Wäre nicht sein Assistent Emil gewesen, hätte er aufgegeben. Doch Emil überzeugte ihn vom Gegenteil. Auch er war wortgewandt. Emil. Der Emil. Okay, gut. Na dann gehen wir mal zurück. Gibt es dann vielleicht irgendwie eine Abkürzung? So, hier komme ich ja wahrscheinlich nicht durch. Warte mal, Patientenräume. Was, wer? Er ist der Boss. Zurück. Ich brauche dir vielleicht später ein bisschen Hilfe. Der Sturm wird, du weißt schon, wie ihn ausflippen lassen. Du kennst das ja. Wen denn? Klar, der Doktor will, dass ich auf Wake aufpasse. Aber ruf mich, wenn sie aufmüpfig werden. Ich bin doch hier. Mach ich, Birch. Hey, Wake! Tun Sie Dr. Hartman doch den Gefallen und versuchen es mal mit dem Schreiben. Die Maschine steht in Ihrem Zimmer. Sie kommen über die Treppe dort zu Ihrem Zimmer. Danke. Du. Hässlicher Mann. Mit hässlicher Hose. Naja, so hässlich ist er ja eigentlich nicht. Aber, einfach mal eine richtig hässliche Hose an, der Mann. Kann man nicht anders sagen. Aber danke für die Wegweisung. So, denn hier ist jetzt... Irgendetwas stimmt nicht. Oh. Ich bin nicht mehr ich. Ich kann kaum denken. Ein Schatten ist in meinem Kopf. Ich kann nur schreiben, alles andere verschwimmt. Ich bin seit Tagen in dieser Hütte, aber draußen ist es immer dunkel. Meine Lektorin ist real. Ich habe sie wieder gesehen. Sie, es ist nicht menschlich. Ein Dunkel mit dem Gesicht einer alten Frau. Schatten umklammerten sie. In ihrer Brust ist ein Loch, da wo das Herz sein sollte. Ich glaube, ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Ich werde Alice so nicht retten.
Es hat mich belogen, um die Geschichte zu bekommen. Und die Geschichte wird wahr werden. Na super, Alter. Na super. So, okay, hier, Wake. In Zimmer Nummer 1. Tja, nur denn. Versuchen wir mal ein bisschen mal zu tippen hier. Das weiße Leuchten der leeren Seite vor mir tut mir in den Augen weh. Meine Hände zittern unkontrollierbar. Hey Wake, Sie bleiben hier. Ich sehe nach, was los ist. Machen Sie einfach mit dem da weiter. Und kein Ärger, okay? Ja, Forbes, du stehst die ganze Zeit hinter mir im Türrahmen und kiebst hinzu, wie ich da versuche, Buchstaben irgendwie drin zu hacken. Für den ganzen Tumult nicht. Aber darin lag meine einzige Chance, hier rauszukommen. Wo hat er den verdammten Liegt dir jetzt Zeit daraus in diesem. Oh, Manuskriptseite. Ich hab ja fast übersehen, sowas. Mann. Hartman redete, während er Barry stolz herumführte. Immer wieder fing er von seinen Jagdtrophäen an. Barry war beeindruckt, doch er war wegen des Geschäftes hier. Er hob seine Stimme an und unterbrach den Monolog. Hey Hartman, wo steckt Al? Irritiert brach Hartman mitten im Satz ab. Er nickte einem hünenhaften Wärter in der Nähe zu. Der Mann lächelte und ließ eine geübte Hand auf Barrys Schulter klatschen. Oh nein, Barry will uns rausholen? Und landet wahrscheinlich hier selber in unserem Räumchen. Sinclair sah übel aus. Das war kein blauer Fleck. Der alte Knacker hatte sie hart getroffen. Oh, aber auch. Sie zu Hartmans Gehilfen. Das war nicht der Spielzeughammer. Ich habe den Schlüssel zum Bürotrakt bei Sinclair gefunden. Ich musste in Hartmans Büro. Er hatte alle meine Manuskriptzeiten. Dort bewahrte er sie auf. Kommen Sie raus und wagen Sie an Tenskin, Birch! Tenskin. So, na denn, hinein in den Trakt, wo wir nicht hin dürfen. Oh Gott. Ach, guck mal, wen haben wir denn hier? Ich betrachtete das Foto an der Wand genauer. Auf ihm war das Klinikpersonal vor der Lodge zu sehen. Ich kannte den Mann neben Hartman. Er war der Entführer. Hartman hatte die ganze Zeit mit mir gespielt. Hartman ist also der Auftraggeber? Laut Beschriftung auf den Bändern handelte es sich um Hartmans Mitschnitte von Patientenbesitz. Auf einem der Bänder stand Alice's Name. Einen Moment lang stockte mein Atem. Auf den Partys ist er ständig so von Zorn erfüllt. Er wird gewalttätig. Ihnen gegenüber? Nein, nicht mir gegenüber. Nein, niemals. Dich. Manchmal wünschte ich was. Ellen würde mir eine scheuern. Denn das würde wenigstens zu einem Gespräch führen, dem er sich nicht einfach entziehen kann. Aber nein, Alan schläft nicht besonders viel. Und die Arbeit, naja, er schreibt nicht. Gar nicht. Er sitzt nur stundenlang da und wird immer frustrierter. Und ich kann nicht mit ihm reden. Nun, Mrs. Wake, was würden Sie ihm sagen, wenn er zuhören würde? Ich weiß nicht. Ich möchte sagen, ich sehe dich an und das bist nicht du. Nur irgendein Fremder, der dir ähnlich sieht. Er sieht mich durch deine Augen an. Und ich mag ihn nicht besonders. Und jetzt geht alles den Bach runter. Aber sagen Sie das denn nie? Nein, nein. Ich habe es versucht, aber er hört mir nicht zu. Er ist zu sehr in seine eigenen Probleme versunken. Redet immer über etwas anderes. Ich habe solche Angst, dass ich ihn verlieren werde. Und dass wir nicht mehr miteinander sprechen werden. Er lässt mich nicht mehr an sich heran. Lässt mich im Dunkeln stehen. Ich bin so allein hier. Selbst wenn er zu Hause ist. Ich brauche Hilfe, Doktor. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wenn Sie ihn einfach erschaffen, werde ich mein absolut Bestes geben. Ja, aber Doktor, Sie müssen vorsichtig sein mit ihm. Er wird Ihnen nicht einfach so zuhören und mit Ihnen kooperieren. Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Das behalte ich im Hinterkopf. Als ich ihre Stimme hörte, das, was sie sagte, fühlte ich mich glücklich, angewidert und schuldig zugleich. Das Schlimmste war, dass ich die Worte wiedererkannte. Ihr Anruf, er war nur ein Mitschnitt, nur eine Aufnahme. Lassen Sie mich hier los! Hartman, hören Sie mich! Ich werde Ihren durchgeknallten Quäkerarsch verklagen! Oh, wir müssen Barry. Barry? Und auch Zeit! Barry, Mann, bin ich froh, dich zu sehen! Wir müssen zu Hartmans Büro. Das ist gleich nebenan. Alles klar? Ja, ich meine nein! Die Cops haben mich im Wagen von Rose gefunden. Die waren aber ganz okay zu mir. Ich
bin hier ganz klar ein Opfer und habe verlangt, wie eines behandelt zu werden, weil ich sonst ihre Ärsche verklage. Apropos Ärsche, dieser FBI-Typ hat mich aufs Korn genommen, aber ich hatte keine Ahnung, wo du warst. Barry prozessiert anscheinend Herne. Och, schön. Schöne Revolver auf den Schreibtisch liegen lassen. Das hier sind alle Seiten, die ich bei mir hatte. Und mehr. Aha, wo kommen denn die anderen Seiten her? Alan, bitte. Sie fallen wieder zurück in... Noch eine Lüge und ich schieße Ihnen in die Fresse. Ah, ja. Ein Versuch war es wert. Echt, Wake. Kommen Sie. Lassen Sie uns das gemeinsam angehen. Sie haben keine Ahnung, Hartman, was... Hartman, Klappe! Barry, jetzt raus mit dir. Ich hol dich ein. Besorg uns ein Auto. Oh, Al. Lass los! Uns. Wake, hören Sie mir zu. Das ist ein Fehler. Sehen Sie das nicht? Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Mit Ihren Fähigkeiten und meiner... Okay, und Hartman hat er nochmal gesehen. Interessant. Oder vielleicht haben wir uns halt neu eingebildet. Man weiß gar nicht mehr, was man jetzt glauben soll. Er wollte uns quasi für irgendetwas ausnutzen. Ich musste einen Ausweg finden. Oh. So, ich habe auch leider natürlich keine... Oh, scheiße, überall Finsternis. Okay, hier kommen wir nicht lang. Ich brauchte Licht, um die besessenen Bücherregale wegzuschauen. So, da oben haben wir einen Generator gehabt. Ich würde mal hochrennen und scheinbar sieht es auch so aus, als wenn ich hochkomme. Sehr schön. Generator anwerfen und dann hoffentlich wird's was. Was kommt auf einmal? Nein! So, komm, los. Dann ist er. Sieht gut aus, sieht gut aus. Los, hinfort mit euch, besessenes Mobiliar. Des Bösen. Okay, jetzt müssten wir eigentlich rauskommen. Hoffentlich. Oh, nee, immer noch relativ viel unterwegs hier. Ah, ich bin schon mehr Luft unterwegs. Ja, komm mal, schaffen wir. Ja, wir schaffen's. Schön, 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 ganz schön. So, ich fackel das schon mal ganz geil. Wenn wir noch einen hätten, wird nicht verkehrt. Oh, nö, 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 nö. Aus der Klinik flüchten ist jetzt die Mission. So, mal das Skriptseite mitnehmen. Wir gucken kurz rein. Hartman wusste, er war kein Schöpfer. Er hatte keine Ambitionen dahin und wollte auch bestimmt nicht so enden wie all die Künstler, die er hier behandelt hatte. Ihre Schäden waren schwer zu beschreiben. Oder Schlimmeres. Es reichte ihm, kreative Kontrolle zu haben und die Richtung zu weisen. Wie ein Produzent. Genau das war es, was die meisten von ihnen ohnehin brauchten. Natürlich waren passende Subjekte eher selten. Okay, also er wollte einfach nur auf den Rücken von irgendwelchen Leuten zum Erfolg. Was, Schwein? So, komm durch hier. Nee, nicht. Können wir hier durch? Nee, können wir nicht. Warum nicht? Indiana Jones Kugel? Oh, no. Kommt jetzt angerollt. Oh, scheiße. Okay, sie kommt. Na, schnell, 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 schnell. Okay, sie... Scheinkleister, sie muss wirklich erst herfliegen. Oh, joi. Okay, haben wir. Unten. Feuer frei. Oh, nein, hier ist zu. Scheiße.
muss zu Cappuccino, verstehe. So, wir sind draußen. Barry? Ich bin hier! Alles klar, ich komme. Und Barry hat eine Taschenlampe, das ist schon ganz cool. Die muss er uns leider gleich geben. Ich hab das Auto, aber das Tor ist zu. Du musst durch das Heckenlabyrinth dort drüben. Will? Ich habe keine Taschenlampe. Mann, nein, echt hier, jetzt? So, danke, Barry. Oh Gott, sieh dir das Haus an! Pass auf! Pass auf! Ach du Scheiße, ey. Oh Gott. Alter. Cool, macht. Es ist einfach geil gemacht. Ich kann es nicht anders sagen. Ah. So, schnell, lade ich wieder auf. Ist das mit der Säule? Sind die gleich aktiv? Ist die aktiv? Ich sehe da drüben noch eine Thermoskanne, die ist natürlich Pflicht. So, bei den Manuskriptseiten, das sind natürlich, habe ich mal so festgestellt, wie ihr wahrscheinlich schon in der ersten Folge mitbekommen habt. Glaube ich gar nicht so wichtig irgendwie, weil wir können gar nicht alle auf einmal finden irgendwie, weil manche Manuskriptseiten, das haben wir einem Kumpel gesteckt, die werden erst auf einem anderen Schwierigkeitsgrad freigeschaltet. Ja, das heißt, wir haben jetzt gar nicht die Möglichkeit, alles zu finden, was natürlich wiederum die Frage stellt, ob es überhaupt Sinn macht, alle zu suchen. Oder ob man nicht wirklich direkten Weg läuft. Hatte ich jetzt mal vielleicht ein bisschen probieren werden in diesem Beispiel. Oh, okay. Ich weiß. Warum klingt denn Barry jetzt so komisch? Also er klang zwar davor schon seltsam, aber jetzt klingt er wie ein Idiot. Oh nein! Herr, sieh nur, das Haus! Oh nee, und jetzt wirklich ein Labyrinth. Oh. Du hörst die bösen Buben, schön. Das freut mich. Natürlich nicht. So, was haben wir hier? Don't trust Emil. Okay, wir dürfen Emil nicht trusten. Wir dürfen Emil nicht vertrauen. So ist natürlich klar, die Manuskriptseiten, die wir jetzt direkt sehen, nehmen wir natürlich auch mit. Ich betrachtete den Wikinger-Krimskrams, der um eine erstaunliche Hauptattraktion verstreut lag. Eine große Bühne, komplett mit riesigem Soundsystem und allem drum und dran, inklusive eines Drachens. Man musste schon besonders irre sein, um derlei in der Einöde zu errichten. Als sich der Himmel mit einem Knall auftat und die Musik laut dröhnte, fühlte sich das seltsam passend an. Ja, na so ist es halt bei so einem Mittelalter-Fest, mein Freund. Es fühlt sich immer passend an. So, Munition. Okay, dann schauen wir mal weiter, wie wir jetzt hier rauskommen. Er kann sie sehen. Okay. Scheiße. Ah, Mist. Also, ich muss mich wirklich fragen, salopp, irgendwie. Wie kann man nur mit dem Xbox-Pad klarkommen? Also, kriegst du ja nicht geschissen. Ach, es ist, also, nee. Die kurzen paar Male, die ich mit dem Xbox-Pad gespielt habe, bringen mich immer wieder zu dem Punkt, wo ich sage, meine Fresse. Weiß und lerne doch den PlayStation-Pad zu schätzen. Los, kommt Seite! Aber wie gesagt, ist halt wie Religion, ne? Hartman rannte den Korridor entlang. Er hatte Wake nur ungern verlassen, als er am empfänglichsten für die Therapie war, doch dies war kein normales Unwetter. Wake hatte geschrieben und hatte etwas in den Tiefen des Sees geweckt. Jetzt wollte es ihn holen. Hartman hatte sich natürlich auf so eine Situation vorbereitet. Die irren Brüder würden Wake ablenken, während Hartman zur Sicherheit alles noch einmal prüfte. Aha, die irren Brüder. Und irgendetwas wurde im See erweckt. Mann, 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 Mann.
So, kommen wir hier durch. Ja, kommen wir. Das. Oh, wir haben anscheinend den Ausgang erreicht. Wunderbar. So, da oben kreisen schon wieder massenweise Krähen. Ich hoffe, wir werden nicht gleich wieder von einem Schwarm angegriffen. Ach, ey, okay, du. Na, du bist jetzt hier dran, mein Freund. Mit der Hose warst du eh schon fertig. Ja, ich weiß es doch. Ist wahrscheinlich eine Leuchtpistole drin. So, jetzt habe ich aber 1A die Batterien rausgekoffert hier, Alter. Okay, wir haben nur Batterien und Revolvermunition. Und hier vorne haben wir natürlich noch meine Thermosflasche mit frischer Suppe. Die nehmen wir mit. Hallo? Suppe. So, okay. Schauen, ob wir jetzt hierzu hier zu Barry kommen. Jetzt auch immer mehr mit diesen Dingen zu tun. Die haben schon Nehmerqualitäten, kann man nicht anders sagen. So, die Frau mal kurz geguckt. Ah, kann auch nicht aus meiner Haut raus. Ich muss wirklich doch noch gucken. Aber nicht. Ja, schön und interessant sind jetzt natürlich halt immer noch natürlich die Sachen mit diesen. Diese Markierung, die wir nur in der Lampe sehen. Ah, jawohl, die Schrotflinte. Hurra. Und nochmal das Skript Seite. Mott wusste, dass Wake klüger war als er. Wake hatte mehr Geld, eine schöne Frau, alles. Und Hartman sagte, Wake sei wichtig. Also war er besser als Mott. Aber Mott hatte jetzt das Sagen. Er dachte, dass Wake wimmern und kriechen würde, doch stattdessen schien es, als wolle er kämpfen. Mott wusste, dass er Wake erschüttert hatte, wenn er wirklich seine Frau hätte. Der Gedanke ließ ihn erzittern. Ja, und das heißt also, dass Mond niemals unsere Frau hatte. Na toll. Sind wir ihn ja schön auf den Leim gegangen. So, warte mal, ich fahre noch irgendwas? Nee. 6 Schuss für die Schrotflinte. Oder für die Jagdgewehr, besser gesagt. Das ist erstmal nicht verkehrt. Das sieht mir sehr gleich nach Feigt aus. Aha. Na toll. Oh, das ging ganz gut. Jawohl, eine Leuchtfackel. Gerne. Und weiter geht's. Barry, I'm coming for you. Oh, Schubkarre ist los. So, ja, so. Meine Fresse. Okay. Okay, hier vorne lauert nochmal eine bösartige Manuskriptseite auf uns. Fürs Erste war Barry nur froh, den Sturz überlebt zu haben. Er war von Al getrennt worden und wieder hochzuklettern würde nicht leicht werden. Er sagte sich, dass er mitten in der Nacht im finstern Wald klarkommen würde. Er würde warten, bis Al einen Weg heruntergefunden hatte. Barry drehte sich um, als er schwere Schritte hörte und die Bewegung sah. Der menschenähnliche Schatten sprang ihn mit erhobener Axt aus den Büschen an. Barry schrie und warf seine Hand hoch. Die Welt explodierte. Oh nein, Barry! No!
Also ich hoffe doch, dass es Barry gut geht. So die alte Knalltüte, er ist mir ein bisschen ans Herz gewachsen, muss ich sagen. Er ist mir ein bisschen ans Herz gewachsen. Das ist wie so ein... Wie so, wo? Alter, okay. So, die hätten wir. Okay, das ist ja so ein Flug. Oh, warte mal, was haben wir denn hier? Eine Markierung. Sehr schön, wo geht die hin? Geht die hier hin? Ja, da hinten ist die Truhe. Sehr, sehr schön. Oh, bitte eine Leuchtpistole. Das wäre toll. Ja, hurra. So, gleich erstmal die Waffe wechseln, bevor ich jetzt hier wieder aus reiner Panikreaktion wieder einen Schuss versemmel. So, okay, haben wir. Also, das Anwesen ist an sich ganz toll, muss ich sagen. So, hier haben wir Licht. Kurz mal nochmal heilen. Perfekt. Leuchtfackeln mit Kursant, ihr Lieben. Oh je. Also so eine Spots machen mich immer ein bisschen unruhig irgendwie, weil du ganz genau weißt, dass jetzt gleich jetzt wahrscheinlich ein Bossfight oder irgendwas kommt. Oder eine Manuskriptseite. Hartman sah zu, wie Wakes Gesicht sich entspannte. Der Mann war fraglos ein Kämpfer. Noch auf dem Bett hätte er Hartmans Nase fast ein zweites Mal gebrochen. Doch mit ein wenig Zeit würde er Wake schon brechen und in die richtige Richtung lenken. Wake war das vielversprechendste Versuchsobjekt seit Tom. Schlafen Sie gut, Alan, flüsterte Hartman lächelnd. Ich kümmere mich um Sie. Er schniefte kräftig, um seine pochende Nase freizumachen. Das Blut schmeckte er kaum. Meinte der Tom Riddle? Oi. Ach, da vorne ist Barry. Barry! Ich komme, Kumpel! Ich komme! Warum ist er schon wieder auf der anderen Seite? Was ist denn das für eine Scheiße mit dir, Barry? Alter, was soll denn das? Du lebst! Hauen wir ab. Kannst du das Tor öffnen? Vielleicht. Barry! Ja, mach schnell. Ich hab es zugehauen, als die Bösen aufgetaucht sind. Und der Schlüssel saß etwas locker im Schloss, also... Such, Mann! Ich hab ihn gleich, nur keine Sorge! Ja, nö, du lass dir Zeit, das ist gar kein Problem. Und da vorne kommen schon wieder... Vögel und... Ach du Scheiße, Alter, das sind... Ach du Scheiße. Mach's nein! Schnell. Ja, bin schon dabei! Kann nicht weit sein! Alter! Ach, so ein Mist. So ein Mist. So, okay, das sieht ganz gut aus. Oh, scheiße, dann kommt doch schon wieder die Idioten. Ja, versuchen wir so von hier schon mal so ein bisschen zu schwächen. Warte mal, erstmal die Kleinen hier. Ich hab ihn, ich hab ihn! Nein, warte, es ist ein Zweig. Was will mir einer? Lauf! So! Ihr Penner! Meine Rache! Ja, ich komme, Barry! Let's get in the fucking car! Du musst natürlich mitnehmen, ist klar. Bright Falls Schild. Okay, wir fahren jetzt zur Anderson Farm. Ich wusste, dass du sowas sagen würdest. Weißt du was, für die Sache habe ich echt was gut bei dir. Wenn wir das überstehen, wenn wir es schaffen sollten, dann bin ich fertig mit der Dunkelheit. Das kannst du mir glauben. Du kaufst mir eine Sonnenbank und dann lebe ich für den Rest meines Lebens da drin.